Grüß liebe Leute und willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe der GMBN Show. Wir haben heute unter anderem von YT und Mondrake ein paar günstige Einstiegsräder mit dabei. Richtig, es gibt einen Banger der Woche aus Mexiko. Und wir sprechen darüber, welches Mountainbike-Team mal von Pro7 gesponsert wurde. Legen wir los. Ja, herzlich willkommen. Wir sind hier in England bei den Kollegen und wir haben uns tatsächlich ein bisschen Inspiration geholt, was das Thema diese Woche angeht. Und zwar gibt es einen englischen Radfahrer, einen Enduro-Spezialisten, Lewis Buchanan, fraglich wie auch immer. Das Spannende an ihm, er hat einen neuen Sponsor, einen neuen Helmsponsor. Andere Leute haben einen Red Bull-Helm, er hat einen OnlyFans-Helm. Wem das Ganze jetzt nicht bekannt ist, das ist eine Online-Plattform, da kann man Geld ausgeben für bestimmten Content. Zum Beispiel, wenn man Malik da folgen wollte, würde man ihm so und so viel Geld geben. Genau, und ich kann dann da Content produzieren, über den ich passionate bin. Ist nicht für Mountainbiken bekannt. Das fasst, glaube ich, ganz gut zusammen. Wobei es ja tatsächlich so ist, dass die Plattform angefangen hat, ohne jetzt irgendwie darauf spezialisiert zu sein, irgendwie sexualisierten Content zu bevorzugen. Vielleicht gehen sie jetzt wieder zurück zu ihren Roots. Ich habe mir von Toff erzählen lassen, dass es angefangen Kollege hat. Kollege aus England, kurz. Genau, ja. Mr. Sickest Thing of the Week, ja. Kennt ihr von der Dirt Chat Show vielleicht. Der hat erzählt, dass das Ganze angefangen hat mit einem Motocross-Fahrer, der sich einfach von einer Content-Creatorin von OnlyFans hat sponsern lassen. Also er hat einfach ihren Nickname auf sein Motocross gespielt. Finde ich einen ziemlich starken Move von ihr, ja. Oh, Girlboss. Ja, so, ja, ich gebe dir ein bisschen Geld, schreibe meinen Namen drauf. Da haben sie auch ein paar Bilder und Videos und so zusammen gedreht. Und ja, im nächsten Jahr war er dann von OnlyFans selber gesponsert. Genau, das Ganze hat Wellen geschlagen so an sich natürlich und von daher schlauer Move von OnlyFans. Richtig, aber es ist natürlich nicht das einzige kuriose Sponsoring, das wir bisher so im Mountainbike-Sport hatten. Da gab es nämlich noch einige andere, zum Beispiel Nikolai Rogatkin, Slopestyle Ass natürlich, ist bekannt, war lange Jahre mit einem X-Dubai-Helm unterwegs. Was ist X-Dubai, fragt ihr euch? We don't know. Nobody knows. Ist einfach... Ein paar Scheichs aus Dubai haben sich gedacht, wir wollen einfach ein geiles Image für Dubai machen. Wir sind krasser als Red Bull, Dann gab es natürlich Erik Irmisch dieses Jahr, Döner-Sponsoring. Ja, wichtig. Richtig, ja. Dylan Stark hat Weed Maps als Sponsor gehabt schon. Also Cannabis im Endeffekt. Genau. Naja gut, dann gibt's, es geht wieder in die Erotik-Ecke. Vicky Gomez, ein BMXer, der ist von Tenga gesponsert, nach wie vor fraglich. Auch das... Könnt ihr mal recherchieren, was gerne, es ist. Gerne mal googeln. Gerne auch in den Inkognito-Modus gehen, falls euch das unangenehm wäre. Dann haben wir sagen lassen, dass Curtis Keen, bevor er von Red Bull und Co. gesponsert wurde, mal Trojan Condoms als Sponsor hat, also eine Kondommarke. Ja. Ist auch eine Art von Protection. So kann man das sehen. Aber das ist, muss man natürlich auch sagen, es ist natürlich nicht nur Mountainbiken, die bekannt für kuriose Sponsoren sind. Da gibt es noch ganz andere und viel schlimmere Sportarten. Die Formel 1 hat da zum Beispiel eine sehr, sehr lange Historie an wirklich sehr kuriosen Sponsoren. Ja, stimmt. Wenn man auch mal beim Fußball oder so drüber nachdenkt, da gibt es so die Standard-Ausrüstungssponsoren, aber so wirklich die ganzen Hauptsponsoren haben jetzt eigentlich nichts mit Fußball zu tun. So, ja. Im Gegensatz zu Mountainbiken, da ist ja schon noch hauptsächlich, der Fokus auf... Richtig. Die meisten Weltcup-Teams haben irgendwie einen Fahrradhersteller oder einen Ausrüster sozusagen als Hauptsponsor. Und ich glaube, umso größer ein Sport wird, umso publikumsträchtiger. Logisch. Desto mehr Firmen hat man, die eben eigentlich erstmal primär mit dem Sport nichts zu tun haben, die dann da reingehen und da Geld investieren. Ja. Und da darf man mal gespannt sein, ob das bei uns weiterhin auch so sein wird. Ich meine, könnte man sich ja wünschen. Könnte man sich wünschen. Für die Entwicklung, dann ist mehr Geld drin. Wir hatten es ja schon mal in der Show, dass echt einfach bisher zu wenig verdient wird. Bisher, die Leute verdienen nicht viel. Ja, aber es gab trotzdem schöne Beispiele bisher. Und da haben wir ein paar rausgesucht. Die schönsten, wie wir finden, sympathische Firmen. Manchmal auch irgendwie, manche sind auch nicht sympathisch, sind wir ganz ehrlich. Aber wir haben ein paar dabei. Zum Beispiel Under Armour, bekannt für Sportbekleidung. Bei Kurt Sorge, Rampage-Winner, mehrfacher tatsächlich. Genau, dann haben wir Audi mal gehabt. Sowohl Martin Söderström als auch Erik Fettko, Lukas Knopf haben die gesponsert. Also auch cool von draußen. Und die Audi 9s. Mercedes hat zum Beispiel mal den Weltcup als Hauptsponsor eben betreut. Und zuletzt auch Fabio Wiegmer, glaube ich, tatsächlich gesponsert. Wir haben beispielsweise ein Weltcup-Team aus Spanien, das ganz kurios ist, muss man sagen. Das heißt das Primaflor Moondracker Genius Team. Primaflor macht Gemüse. Auch einfach mal Gemüse machen. Und Genius macht irgendwie Frauenkleidung. Warum nicht? Ja. Dann habe ich auch mal noch von der Supermarktkette Target, von der amerikanischen, von denen habe ich auch schon Logos auf Helmen gesehen. Und auch Walmart, die Familie von Walmart, die unterstützt ja ordentlich Bikeparks in Amerika. Also auch cool zu sehen. Finde ich auf jeden Fall. Dann Chris Eckrick, der Brite, hatte eine Teefirma als Sponsor. Auch praktisch nach der kalten Session. Cheers.
Und dann auch noch eine Anekdote hier aus England, die wir gestern mitbekommen haben. Alfie Stevens, der Dirtjumper hier, wurde vom Vater von Lily Allen. Ja. Ah, bekannt. Lily Allens. Ja. At first, when I see you smile, when I see you cry. Irgendwie so, fraglich. Ja. Gesangskarriere steht da. Auf jeden Fall, der Vater hat anscheinend eine Bar und da war der Alfie Stevens öfters mal dort halt und meinte so, ja, ich will Profi werden. Und hat er meinte, ja, schreib dir meinen Barname auf die Brust und los geht's. Finde ich schlecht. Finde ich nicht schlecht. Cool. Im Cross Country gibt es aber noch ein paar weitere kuriose Sponsoren, um mal das anzuknüpfen vorher, das Gemüseteam. Und zwar haben wir natürlich Ineos, die auch ein Rennradteam haben. Das ist ein Chemiekonzern hier aus England. Und wir haben natürlich Herrn Dr. Klenk, Alpecin, bei denen Mathieu van der Poel zum Beispiel unter Vertrag ist. Also, ja, zum Glück nur Doping für die Haare. Das ja, das ist nicht schlecht. Ah, eine Antwort sind wir euch noch schuldig, glaube ich. Und zwar das Pro7-Team. Da gab es nämlich in der Tat mal in der Cross-Country-Bundesliga eine Kooperation von Storck und Pro7. Ah ja, krass. Ja. Aber technisch gesehen müssen wir gar nicht mal so weit blicken, weil wir sind, meinte auch Toff, wir sind eigentlich schon gehirngewaschen ein bisschen von der Industrie. Ah ja, stimmt. Denn ja. GoPro, Red Bull, Monster und Co. Rockstar, ja. Haben eigentlich nichts mit dem Sport zu tun. Richtig, und sind obwohl, aber so man, ja, obwohl man ja erstmal dann so denkt, ah ja klar, das sind doch die von so und so, ne? Eben, also da mal drüber nachdenken. Was habt ihr denn für Ideen, was noch so gute Fits sein könnten irgendwie für Fahrerinnen und Sponsoren? Also irgendwelche Firmen, die vielleicht noch gar nichts... Ja, auch gerne direkte Vorschläge machen. Ja. Zum Beispiel, wer könnte der neue Sponsor von Lukas Knopf werden zum Beispiel? Wir können es dann weiterleiten an die Leute und vielleicht entstehen da... Ja, oder vielleicht ist jemand in den Kommentaren, der bei einer Firma arbeitet und wir können da irgendwie sowas hier machen. Also, gerne mal wissen lassen. Auch für uns vielleicht. Ja, wer weiß. Wir suchen auch einen Gemüsebereitsteller. Kommentar der Woche, glaube ich. Schauen wir uns mal an, was ihr so Schönes kommentiert habt die Woche. Am Sonntag kam ja eine Straßenumfrage in Frankfurt mir raus. Da hat Rosthaus kommentiert, cooles Video, danke dafür erstmal. Ja. Wenn wir mal in der Lenzerheide und in Flims sind, dann sollen wir uns in Graubünden die Fair Trail Initiative anschauen. Okay, ja. Da wird Biken, Wandern und Trailrunning sehr schön untereinander gebracht. Ich finde, das klingt sehr interessant und gut. Und da dachte ich mir, ihr könnt auch mal hier in die Kommentare schreiben, ob ihr irgendwelche Gegenden kennt, wo es da so coole Initiativen gibt, coole Lösungen. Wo es gut funktioniert vielleicht. Dann können wir da vielleicht auch mal hin und einfach coole Beispiele finden. Ja. Außerdem hat Pickshots kommentiert, dass es eine sehr interessante Umfrage war, aber er oder sie ist noch interessanter Fände, wenn wir tatsächlich im Wald wären dafür. Wir fanden es auch irgendwie ein Stück weit interessant, mal zu sehen, was die Stadtmenschen so von Mountainbiken denken. Aber spricht ja nichts dagegen, das nochmal zu machen irgendwann. Und da gerne auch mal ein Abo dalassen zum Beispiel. Ne? Dann seht ihr es auch. Ja. Dann wird man auch direkt informiert, wenn dieses Video dann rauskommt. Ne? Das macht auf jeden Fall Sinn. Ansonsten gab es einen Haufen Kommentare zur letzten Show, die ja auch außerordentlich gut performt hat. Also vielen Dank an alle, die da zugeschaut haben. Da freuen wir uns natürlich. Da wurde zum Beispiel viel kommentiert, dass GasGas, Raymond und Husqvarna alle irgendwie zusammengehören. Das war uns tatsächlich nicht klar. Ja, Wir haben da auch nicht in die Eigentümerverhältnisse reingeschaut. Aber gut zu wissen, da macht es natürlich alles Sinn. Fischi ist in der Zwischenzeit auch zu GasGas gewechselt. Das heißt, es war auch nicht überraschend. Da muss man da auch keine Vorwürfe irgendwie machen, dass das ähnliche Technologie verwendet wird. Nö, das muss man dann nicht machen. Ja. Nö, man kann das trotzdem mal darauf hinweisen, aber Vorwurf ist dann vielleicht ein großes Wort. Ja. Ja. Ansonsten, Nora Hecht hat kommentiert, dass er oder sie... Wahrscheinlich Nora ist weiblich, Nora, ne? Dass sie das Workout schon dreimal gemacht hat und 13 ist. Und das ist wirklich der absolute Wahnsinn. Respekt dafür. Bockstark. Da ist ordentlich Energie da auf jeden Ordentlich Fall. Energie da. Und im selben Atemzug Didi Marx hat sich gemeldet. Der ist 60 Jahre alt und hat es wohl auch schon eingebaut irgendwie in sein Aufwärmprogramm. Das finde ich auch, also wenn man damit sich aufwärmt, dann Halleluja. Also wenn wir 60 sind und das immer noch so machen können, dann ist eigentlich aber alles erreicht. Frage, wie oft hast du das seit dem Dreh gemacht? Ich habe es, genau. Ich auch, du. Ja. Aber andere Workouts. Ja, natürlich, ist ja klar. Ist ja auch komisch, wenn man sich dann selber zuschaut. Aber da sind wir ja schon wieder beim Thema Ausreden. Hatten wir auch ein Video letzte Woche dazu. Ja. Manuel Brenner hat geschrieben, er hat erst im Herbst angefangen und ist tatsächlich noch nie bei schönem Wetter gefahren. Also er kennt solche Ausreden gar nicht. Aber da kannst du dich auf den Sommer freuen, weil da ist es nochmal ein ganz anderes Ding. Und dann kommen nächsten Herbst die Ausreden. Wie schon im Intro angekündigt, haben wir unter anderem von YT zwei neue Capra-Räder. Das ist Core 1 und Core 2 dabei, mittlerweile in der dritten Generation. An der Geo hat sich tatsächlich nicht so viel verändert. Es hat 170 bis 165 mm hinten und 170 mm vorne, also ordentlich Federweg. 29 Zoll Auslegung sozusagen. Mixed Wheel ist auch möglich. Sehr gut, ja.
Jetzt kommen wir zu den Preisen. Die sind nämlich der Knaller. Und zwar 2700 fürs Core 1 mit der RockShox Zap-Ausstattung. Und mit der Base, muss man sagen. Also mit der Base sozusagen. Ja, SRAM and X-Parts und so weiter. Dann mit der besseren Ausstattung schon dabei, mit Fox-Fahrwerk und so weiter. Das Capra Core 2 kostet 3.300 € UVP. Also schon ein Haufen Geld, aber man hat dafür natürlich einen sehr geilen und sehr stabilen Alurahmen, da kann man nichts sagen. Stimmt, habe ich fast vergessen zu sagen, ja, Alurahmen. Ja, ja, eben, also das ist eine feine Sache, das kann man sich auf jeden Fall mal überlegen. Ansonsten, wer es noch ein bisschen günstiger will, der greift vielleicht eher zum Moontracker Chrono DC, ein Down Country Hardtail, ja, so nämlich. Es kommt ein bisschen in so einer Stahlrahmenoptik, so sehr dünne und filigrane Rohre hinten, so Rundrohre, das finde ich, sieht eigentlich ziemlich cool aus. Schick, ja. Ja, das hat auch anständige Bremsscheiben vorne, also 180 mm, so wünscht man das sicher in so einem Fahrrad. Ich glaube 120 mm Federweg an der Gabel. Mhm. Also, ne, das, ist auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall eine spannende Sache, ich finde es ganz nett lackiert. Und das gibt es ab 1400 Pfund hier in England. Euro wird sich, denke ich, mehr oder weniger, wahrscheinlich dann 1500 mehr, ne? Oder ja. Sowas, schätze ich mal. Ja. Aber das ist nicht schlecht. Hast du dich schon hier an die Währung gewöhnt jetzt? Ja, so ne? Schnell geht's, ja. Und auch, ja. Und der Jetlag auch, Mann. Furchtbar. Furchtbar. Sprechen Sie eigentlich Mountainbike? Und heute im Gepäck haben wir den Oppo. Malik. Oppo, kurz für das englische Opposite, also gegenteilig. Gegenüberliegend, ist einem Freestyle-Bereich häufig verwendeter Begriff. Beschrieben wird damit die Durchführung eines Tricks in die entgegengesetzte Richtung dessen, wie man ihn natürlich ausführen würde. Wenn man sich also beispielsweise bei einem 360 normalerweise nach rechts um die eigene Achse dreht, dreht man sich bei einem Oppo 360 nach links. Dies stellt sich als äußerst schwierig heraus und wird häufig mit dem Schreiben mit der falschen Hand verglichen. Das stelle ich mir tatsächlich sehr schwer vor. Was? Kann man auch andere Tricks denn Malik Oppo machen? Ja, zum Beispiel einen Tailwhip. Aha. Also das Rad unter sich drehen, während man den so. Lenker noch hält. Genau. Tailwhip. Und dann Oppo Tailwhip. Jetzt Opposite. Jawohl. Ja, sehr schön. So funktioniert das. Dann schauen wir mal, was so passiert ist die Woche, oder? So machen wir es. Wir fangen direkt an mit dem großen Thema der letzten Woche, muss man sagen, und zwar der UCI Mountainbike World Series. Wie vielen von euch bekannt ist, hat Discovery, zu denen wir ja auf die eine oder andere Art und Weise auch gehören, letztes Jahr sich die Medienrechte für die nächsten Jahre für die Übertragung des eigentlich gesamten Mountainbikesports sich gesichert. Das heißt, Marathon, Downhill, Enduro, Cross Country ist jetzt alles unter einem Dach und es wird es dann eben auch über unsere Kanäle zu streamen geben, zum Beispiel eben GCN Plus, was direkt zu uns gehört, aber auch Discovery Plus und Eurosport eben auch. Genau, und zusätzlich, was noch das Coole daran ist, jetzt werden auch wir die Chance haben, irgendwie noch tiefere Einblicke dazu zu geben, also zu den Highlights, die sowieso noch im Nachhinein ausgestrahlt werden, können wir auch noch dorthin gehen, Fragen stellen und so weiter. Also falls euch schon mal irgendwas brennend interessiert hat von den World Cups, dann ab in die Kommentare damit. Richtig. Vielleicht auch, zu welchen wir zu zweit physisch hinfahren sollen oder für euch irgendwelchen Quatsch machen. Ich glaube, Leogang steht schon auf dem Plan. Ne? Ja. Also, ja, schreibt das ruhig mal rein. Genau. Und dann GCN Plus App hattest du ja gerade schon erwähnt. Da wollen wir euch natürlich auch noch dafür begeistern im Sinne der eigenen Firma. Ist, muss ich ehrlich sagen, ich finde es wirklich ein cooles Ding. So, kennt ihr ja vielleicht bisher schon so, da wurde alles Mögliche im Rennradsport übertragen. Und auch alles. Ja. Es gibt einen Haufen Demos, Dokus genau, aus dem ganzen Radsportbereich, also auch schon über Mountainbiken, zum Beispiel von den Everton's gibt es da eine ganz schicke Geschichte. Ja. Und für ab 3,33 im Monat kann man sich da wirklich nicht beklagen, finde ich. Also das ist ein Bier, das man sich da einsparen muss am anderen Ende. Ja. Also, nee, also dafür, dass man dann alles zum Thema Mountainbike-Sport hat. Ihr könnt euch ja schon mal mit dem Thema auseinandersetzen. Das wäre vielleicht die Herangehensweise. Genau. Ansonsten gab es eine riesige Strafe für ein Mountainbike-Event in einem französischen Naturschutzgebiet. Malik, du weißt da, glaube ich, mehr. Ja, genau. Das war zwar also noch vom Event von 2020 und zwar das Verbier E-Bike Festival. Mhm. Da hat ein Rennen durch ein Naturschutzgebiet geführt. Ich lese jetzt die Namen nicht vor, davon verschone ich euch. Aber auf jeden Fall gab es da Torfmoore und seltene Pflanzen, die anscheinend Schaden davon getragen haben. Und jetzt gab es die Gerichtsentscheidung, dass insgesamt 65.000 € Strafe gezahlt werden müssen und 3 Monate Bewährungsstrafe für den Geschäftsführer von der Veranstaltung. Also Was hat man 3 Jahre? 3 Monate Bewährungsstrafe. Ah, Monate oder Jahre? Monate. Monate, naja, gut. Ja, fair das play. Geht, aber ja. Ja. Aber trotzdem ist ein Haufen Geld auf jeden Fall, auch für so ein also Event. Ne? 50.000 muss der Verein zahlen, 15.000 der Geschäftsführer. Aber also, ich meine, die Moore müssen natürlich geschützt werden. Da haben wir ja letztens auch ein Video gemacht. Die, also,
Ist so auf jeden Fall. Ansonsten, Homie Corby Engstler ist zu Ghost gewechselt und löst halt so ein bisschen die vakante Stelle von Sam Pilgrim ab. Der war ja davor auf Highbike unterwegs und ist jetzt zu uns gewechselt, zu Canyon sozusagen. Und der war ansonsten, wenn er. Ja, eben. So, aber wenn er nicht eben auf dem E-Bike unterwegs war, war er halt auf Ghost unterwegs und ich glaube, da wurde jetzt ein bisschen Budget Und mit dem Corby, da hast du auf jeden Fall keine schlechte Wahl. Ich meine, das ist einer der beliebtesten so in Deutschland, finde ich. Also, ja, ist ja auch einfach reichweitenstärksten, genau. Ja. Schreibt auch gerne mal in die Kommentare, ob ihr den anschaut. Ich finde, kann man sich auf jeden Fall angucken. Der Junge kann Rad fahren. Richtig. Banger der Woche. Die können nämlich auch Rad fahren. Was eigentlich in die News gehört hätte fast schon. In Mexiko findet gerade ein Freeride-Festival statt. Und da haben wir euch zwei Clips mitgebracht, weil es ist auf jeden Fall berichtenswert. Der erste ist von Stefan Schneider, besser bekannt als Stevie Schneider. Oder als Trail Cobra. Als die Trail Cobra, ja, genau richtig. Und der ist hier wirklich, oh, Wahnsinn. Hier mit... haut mich komplett um einfach, diese großen Sprünge, der Sonnenuntergang. Mit dem Öffis zusammen, nee, das müssen krasse Vibes sein. Ja, und es wird natürlich auch krass gezündet. Wir haben nämlich noch einen zweiten Clip dabei, vom Daniel Russo, dem Österreicher. Der da mehr oder weniger unfreiwillig neue Trick-Kombos ausprobiert. Und zwar ein Frontflip, Rückenklatscher No-Hand to No-Hand to Nose-Manual die Landung runter. Und da hat er bestimmt kurz gedacht, jetzt ist es zu Ende. Meinst du? Ich finde, sie kompetent aus, was er da macht, um ehrlich zu sein. Sieht kontrolliert aus, ja. Aber, ich schaue es mir gerade mal an. Naja, spannend. Ab in Ausblick. Oder? Am Sonntag erwartet euch das ultimative Schnee-Winter-Duell zwischen Max und mir. Richtig. Wir hatten sehr viel Schneespaß. Dann am Montag kommt ein Video von Max mit den besten Tipps zu E-Bike-Climbs, also wie man mit E-Bike einen Berg auffährt am besten. Und am Mittwoch setzt sich Malek für euch mit dem Thema Reifen auseinander. Wurde oft gewünscht, dieses Video auf jeden Fall. Welche Reifen, welchen Konditionen? Für welchen Einsatz? Okay. Richtig, genau. Und am Freitag gibt es eine neue Show. Damit wird die Content-Woche beendet. Ja. Die Show hier wird jetzt auch langsam, sie nähert sich so ein bisschen dem Ende sozusagen. Wir werden gleich uns hier in einen Pub verziehen. Vergesst nicht, die Kommentare zu Ende zu schreiben, die ihr bestimmt schon angefangen habt und nicht abgeschickt habt, weil die Show so spannend war, dass ihr natürlich wieder zurück musstet. Ja, ist klar. Like, wenn es euch gefallen hat. Ah, und ihr sollt mal noch vielleicht, wenn ihr schon noch, kommt Kommentare über Kommentare. Wir sind ja hier offensichtlich in so einem sehr netten Set. Ah ja, stimmt. Richtig, genau. Und wir sollen ja, wir planen so mittelfristig auch so ein Set zu haben. Also auch da gerne mal in die Kommentare reinschreiben, was euch hier an Einrichtungsgegenständen besonders gut gefällt. Dann versuchen wir das nämlich umzusetzen. Malek, was machst du? Okay. Ah! Genau, zum Beispiel sowas. Das könnte man zum Beispiel reinschreiben. Und da würde ich sagen, machen wir den Laden jetzt echt zu. Ihr geht Radfahren am Wochenende. Bis zum nächsten Mal. Viel Spaß. Tschüss. Tschüssi. Und dann haben wir natürlich noch einen kleinen Gag dabei. Ich versuche mal am besten British, weil England, klar. What do Alexander the Great and Kermit the Frog have in common? Das war nicht so gut. Grün? Grün? It's their middle names, Malik. The. Was soll man da noch zu sagen? Ne? Stündige!